So wird Ihre Insolvenz fast zum Spaziergang. Schluss mit der Mangelwirtschaft. Reduzieren Sie Ihre Abgabenlast auf ein Achtel, ganz legal, ganz leicht, ganz sicher. Entdecken Sie jetzt die zweitbeste Form der Insolvenz. Die beste ist, erst gar keine zu machen. Reduzieren Sie die Last Ihrer Abgaben drastisch. Völlig gesetzeskonform. Behalten Sie während der Wohlbehaltensphase eine beträchtliche Summe Ihrer Einnahmen für sich, indem Sie einzig rechtmäßig Hintertüren nehmen, die der Gesetzgeber Ihnen zugesteht und die Sie einzig und allein in diesem Buch kennenlernen werden. Stecken Sie gerade mitten in einer Wohlverhaltensphase Ihrer Insolvenz? Und haben Sie sich die vorher etwas einfacher vorgestellt? Sind Sie blauäugig in die vermeintlich leichten Ausgang-Insolvenz getappt? Zwischen den beschönigenden Beschreibungen ahnungs- oder gar gewissenloser Schuldnerberater und der Wirklichkeit klaffen Abgründe. Denn 7 Jahre Leibeigenschaft können lang werden. Verdammt lang. Während Sie 84 Monate schier totschuften, krallt sich Ihr Insolvenzverwalter ungerührt sowie all Ihre Einnahmen. Das ist einfach nicht fair. Gibt es denn gar keine Möglichkeit, im Nachhinein diese Höhe dessen, was Sie von Ihren Einnahmen behalten dürfen, beträchtlich zu steigern? Sagen wir mal auf 80%. Lässt das Gesetz denn hier keinerlei Spielraum? Wäre es nicht toll, wenn Sie Ihre Situation drastisch verbessern würden, und zwar mit dem Segen des Insolvenzverwalters und Insolvenzgerichts? Und wäre es nicht super, wenn das völlig ohne Insolvenz im Ausland abliefe, die heutzutage ohnehin völlig wirkungslos geworden ist? Und gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, die mit Sicherheit funktioniert, ohne dass man vorher 8 Semester Jura studieren muss? Bingo, heute ist Ihr Glückstag. Denn eine solch märchenhafte Möglichkeit existiert tatsächlich. Einzig und allein präsentiert Ihnen dieser Ratgeber. Finanzielle Freiheit trotz Insolvenz heißt dieses sagenhafte Buch. Und der Titel hält wirklich, was er verspricht. Dieses Wissen befreit Sie vom Joch der Wohlverhaltensphase. Sie behalten rund 80% Ihrer geschäftlichen und beruflichen Einnahme ein für allemal. Unumstößlich. Dieses Buch offenbart Ihnen fantastische Aussichten. Obwohl Sie mitten in der Wohlverhaltensphase stecken, dürfen Sie bis zu 80% Ihrer Einnahmen aus unternehmerischen und geschäftlichen Tätigkeiten für sich behalten, ohne dass jemand Einwände erheben kann. Aber dieses geldwerte Know-how finden Sie nur an einem einzigen Fleck auf dieser Welt, und zwar in diesem Buch. Garantiert nirgendwo anders. Das Internet gibt diese Information ebenso wenig preis wie statt der Universitätsbücherei oder die Bundesbestände der juristischen Institute. Staatliche Schuldnerberater haben von Tuten und Blasen ohnehin keine Ahnung. Ebenso Anwälte, null Durchblick. Und dass ihnen Insolvenzgerichte oder gar ihre Gläubiger von diesem Tricks nichts verraten, ist nun wirklich keine Überraschung, oder? Schließlich verdienen die ja an ihrer Unwissenheit jede Menge Geld. Einzig und allein dieser private Insolvenzberater schenkt Ihnen reinen Wein ein. Es gibt in der Tat einen einzigen Ausweg, um Ihrer schmerzhaften Insolvenzmisere legal zu entkommen. Der Autor dieses Buches heißt Dieter Büge. Und er hat schon so einigen, die fluchend oder verzweifelt unter der Wohlverhaltensphase gelitten haben, mit diesem Kunstgriff zu bedeutend mehr Geld in der Kasse verholfen. Und damit zu mehr Lebensqualität. Denn Dieter Büge ist ein privater Insolvenzberater. Er kennt die Praxis wie kaum ein zweiter. Er ist wirklich der Einzige, der Ihnen aus Ihrer bescheidenen Lage heraushelfen kann. Machen wir ein Rechenbeispiel. Angenommen, Sie müssen jetzt monatlich 2000 Euro Ihrer Einnahmen an den Insolvenzverwalter abgeben. Sie kaufen dieses Buch, setzen seine Ratschläge minutiös um und drücken Ihre Abgaben dadurch auf sage und schreibe 250 Euro im Monat. Ja, Sie haben richtig gehört. Schon in wenigen Tagen müssen Sie nur noch ein Achtel dessen abgeben, was Sie heute komplett in den Kamin schreiben müssen. Wollen Sie da ernsthaft zögern, dieses Buch zu kaufen? Finanzielle Freiheit trotz Insolvenz verschafft Ihnen nur Vorteile. Deutlich mehr Geld, behalten Sie rund 80% Ihrer geschäftlichen Einnahmen für sich. Juristische Sicherheit,
Wenden Sie eine Methode an, die garantiert gesetzesmäßig und nicht zu beanstanden ist. Zeit- und Frustersparnis. Entscheiden Sie sich für eine Informationsquelle, die Sie mit Sicherheit nirgendwo anders finden. Komfort. Genießen Sie eine leicht verständliche Schritt-für-Schritt-Anleitung. Mehr Lebensqualität. Schütteln Sie fast alle finanziellen Belastungen Ihrer Insolvenz ab, sogar mitten in der Wohlverhaltensphase. Ich gebe zu, all das, was Sie bisher gehört haben, klingt fantastisch, unglaublich, wie ein Märchen und gibt daher Anlass zu Skepsis. Aber was haben Sie denn zu verlieren? Wie lange noch halten Sie die knallharte, brutale Wohlverhaltensphase durch? Wie lange noch opfern Sie die vielleicht besten Jahre Ihres Lebens, um einen Insolvenzverwalter zufriedenzustellen, obwohl Sie es gar nicht müssten? Warum wollen Sie unbedingt mehr bezahlen, als das Gesetz verlangt? Der Preis für dieses Buch ist eine vergleichsweise kleine Investition, die schon etliche Tausende von Euros während Ihrer Insolvenzphase einsparen wird. Schauen Sie einfach auf der www.erfolgsonline.de nach weiteren interessanten Infos. Gehen Sie Ihren Weg, bleiben Sie stark, Ihr Wolfgang Rademacher.